Paulas Rückkehr. Es kommt mir einfach so bekannt vor. Ich kann mir nicht helfen. Ah ja! 252.000 Ergebnisse. Irgendwie logisch, wenn quasi jeder Film, in dem Dracula vorkommt, in seiner Inhaltsangabe auch irgendwo das Wort Rückkehr enthalten wird. Aber es gibt tatsächlich nur einen Original Draculas Rückkehr. Den quasi vierten Teil der Original Hammer Dracula Series immer noch. Natürlich mit dem großartigen Christopher Lee als Dracula und mit Terence Fisher als Regisseur. Fast. Quasi. Also, nachdem Terence Fisher die ersten drei Dracula-Filme für Hammer gemacht hat, erlitt er leider einen Autounfall und musste deswegen beim vierten Teil passen und aussetzen, weswegen dann Freddy Francis, der eigentlich nur als Kameramann vorgesehen ist, in den Regiestuhl eingetreten ist und den Film für Hammer gedreht hat. Produziert wurde der Film nicht mehr in den Bray Studios, sondern in den riesigen Pinewood Studios, die unter anderem auch als Drehort für zahlreiche James-Bond-Filme bekannt waren. Aber bekannt ist diese Geschichte den meisten von euch wahrscheinlich schon. Auch ist euch wahrscheinlich bekannt, dass Anolis diesen Film nicht zum allerersten Mal in deutscher Sprache auf Blu-ray veröffentlicht. Nein, auch da gab's schon mal was. Und ich muss mich jetzt noch ganz kurz mit meinem T-Shirt, meinem Laptop und meiner Kamera wegbewegen, weil nicht, dass ich versehentlich irgendwas runterhaue, wenn ich das jetzt sage, aber yes! Halleluja! Ja! Heute, und ich glaube, ihr wisst gar nicht, was für ein toller Tag heute ist. Heute ist der großartigste Tag in der Geschichte meiner Dracula Blu-ray-Checks. Heute ist das letzte, aber auch garantiert das aller letzte Mal, wo ich diese Pestbeulen in die Hand nehmen muss, ohne währenddessen mit der anderen Hand die Lade von der Sondermüllentsorgung zu öffnen. Ja, wir haben ein dunkles Kapitel deutscher Veröffentlichungsgeschichte abgeschlossen. Studio Hamburg, Hansel, Warner oder wer auch immer damals tatsächlich federführend war bei diesem Quark. Ich glaube, das Fett, das ihr jetzt abbekommen habt, hätte mittlerweile schon dazu gereicht, dass Ottfried Fischer durch den Briefkastenschlitz passt. Es reicht, um mal den österreichischen Politiker Wolfgang Schüssel zu zitieren. Meine Damen und Herren, es reicht mit diesem Schwachsinn. Aber einmal müssen wir noch rannen. Zitat, das jeder Ehemann kennt. Aber es kann nur besser werden. Es kann echt nur besser werden. Weil, wenn Anolis was angreift, dann machen sie das richtig. Und das wissen wir ja mittlerweile schon, weil Draculas Rückkehr der insgesamt schon 23. Titel der Anolis Hammer Series ist. Und das ist absolut großartig. Aber auch dieser Film erscheint übrigens nicht nur in einer einzigen Version. Wir können uns auch diesmal wieder für eine von insgesamt 4 Versionen entscheiden. Cover A ist dabei meiner Meinung nach eines der besondersten Motive, die Anolis bis jetzt im Rahmen der Hammer Edition verwendet hat. Abgesehen davon, dass mir dieses gezeichnete Original-Kinoplakatmotiv absolut fantastisch gefällt, ist es noch eigentlich gar kein Original-Kinoplakat. Nein, es handelt sich dabei um ein altes Half-Sheet-Poster, das beispielsweise in Belgien auch als Kinoplakat verwendet wurde, dort allerdings eben als Half-Sheet-Poster. Querposter. Es wurden da die einzelnen Bildelemente respektive Christopher Lee und die ersten drei Bilder genommen, dann die anderen Bilder drunter gebaut, um eben aus diesem Half-Sheet das normale Mediabook-Cover zu machen. Sehr gut gelungen, sieht großartig aus und gefällt mir persönlich auch wirklich gut. Cover B ist dann das alte deutsche Kinoplakat, das eben auch schon für die alte Warner DVD oder die alte Mediabook-Version verwendet wurde. Jetzt allerdings tatsächlich noch besser umgesetzt, weil während Warner so schriftarttechnische Meisterstücke vollbracht hat wie
sowas wie Times New Roman verwenden, hat Anolis tatsächlich wirklich geschafft, sich mehr an dem Original Kinoplakat zu orientieren und das Ganze deutlich hübscher zu gestalten. Außerdem, bei Cover C handelt es sich um das italienische Plakatmotiv. Füge beliebigen Text an dieser Stelle ein, damit auch dieses Plakat- und Mediabook-Cover noch etwas länger im Bild ist. Okay, ich glaube, wir haben es gesehen. Dann gibt es noch dieses Motiv. Das ist auf dem Keepcase zu finden, auf der Softbox-Version, mit der ihr theoretisch den ein oder anderen Euro sparen könnt, wenn ihr stattdessen freiwillig auf das Booklet vom Mediabook und natürlich die Sonderverpackung verzichtet. Dafür bekommt ihr dann dieses Cover. Damit kann ich nichts anderes sagen als Vorhang auf, Bühne frei, zum allerletzten Mal diesen Dingen. Aber, wie schon erwähnt, es kann nur besser werden, wenn wir jetzt einen genauen Blick auf das Cover B der Anolis Hammer Media Books werfen. Here we fucking go. Bevor wir uns das eigentliche Mediabook vorknöpfen, auch dieses Mal wieder ein Blick auf das aufliegende Coverblatt. Auch dieses Mal eben nicht angeklebt oder sonst wie gefährdet, Rückstände zu hinterlassen. Nein, wir bekommen auf diesem Coverblatt dasselbe Motiv, das wir auch auf dem eigentlichen Mediabook bekommen, nur mit etwas verschobenen Namen und natürlich dem großen FSK-Logo vorne drauf. Aber ich glaube, das, worauf ihr an dieser Stelle wirklich wartet im Blu-ray-Check, ist der Blick auf die Rückseite. Da finden wir nämlich jetzt die Ankündigung für den nächsten Titel und dabei wird es sich um den Film Rasputin, der wahnsinnige Mönch, ebenfalls wieder mit Christopher Lee handeln. Außerdem gibt es die Rache des Pharao, bereits angekündigt, eigentlich als übernächster Titel beim Release von Dracula Jagd Minimädchen. Wurde noch um einen Titel nach hinten verschoben, aber macht nichts. Im Dezember sehen wir dann erst einmal Ra Ra Rasputin und den Gag werdet ihr wahrscheinlich im Review dann nochmal hören. Anyways, jetzt geht's ans eigentliche Mediabook und das passt natürlich perfekt zum alten Mediabook, nur um das hier einmal direkt für den Vergleich herzuholen, wie damals bereits beim Mediabook von Wie schmeckt das Blut von Dracula, merken wir auch diesmal, dass die alte Version etwas dunkler ausgefallen ist. Außerdem kann natürlich so ein Unterschied auch dadurch entstanden sein, dass es sich damals um ein Hochglanz-Mediabook handelt und diesmal um eines im mit Lederfinish. Meiner Meinung nach sehen die Farben allerdings auf dem Anolis-Mediabook deutlich besser aus. Mir gefällt auch die Schriftart besser, vor allem weil die beiden Wörter auf dem Anolis Mediabook besser zusammenpassen. Es ist ja wirklich auch wahnsinnig viel verlangt, dass man einen Filmtitel nicht in zwei verschiedenen Schriftarten schreibt. Außerdem fand ich damals schon die eingefügten Schriftarten hier oben mit der Hammer Filmproduktion bzw. den Hinweisen auf die Hauptdarsteller eher billig da. Gefällt mir auf jeden Fall die Art von Anolis deutlich besser, vor allem weil sie auch deutlich mehr dem entspricht, was mir damals vom alten deutschen Kinoplakat auch wirklich gewohnt war. Werfen wir jetzt einmal einen Blick auf den Spine. Da ist natürlich auch diesmal wieder der Filmtitel absolut perfekt passend an die anderen Hammer Edition Mediabooks von Anolis angepasst. Sehen wir am besten, wenn ich jetzt zumindest einmal die vier aus eben dieser, ich nenne es einfach einmal Reihe, nebeneinander halte und wir die vergleichen können. Dann schauen wir einfach einmal weiter auf den Spine, finden dort wie gewohnt die Inhaltsangabe des Films, einige Bilder, die technischen Details sowie die Informationen rund ums Bonusmaterial. Und da hat Anolis diesmal wieder mal dem Fass den Boden ausgeschlagen, denn es gibt diesmal nicht nur einen sehr informativen Audiokommentar mit Dr. Rolf Giesen und Uwe Sommerlath, sondern auch noch zwei exklusiv für Anolis produzierten Dokumentationen. Dabei gibt's einmal Dracula the Antichrist, der ca. 40 Minuten lang läuft, und Composing the Count über die Musik des Films mit ca. 8 Minuten Laufzeit. Insgesamt ist das mit den Dokumentationen und dem Audiokommentar ein wirklich absolut fantastisches Bonuspaket. Das brauchen wir nicht einmal vergleichen mit dem Bonusmaterial des alten Mediabooks. Das wäre in etwa so, wie wenn man einen leckeren, frischen, saftigen Dönerteller mit einem leeren Teller vergleicht.
vergleicht und sich dabei dann die Frage stellen muss, wovon werde ich jetzt eigentlich satt und woran beiße ich mir die Zähne aus? Gehen wir jetzt mal ins Mediabook hinein. Da wartet einerseits ein unglaublich absurdes Poster in Wirklichkeit auf uns. Genauso wie ein 24-seitiges Booklet, geschrieben einerseits von Dr. Rolf Giesen, andererseits von Lars Dreher Winkelmann, mit zwei Texten, die sich auf verschiedene Arten mit der Entstehung des Films beschäftigen. Die ein oder andere Überlagerung inhaltlich ist dabei scheinbar nicht zu vermeiden, aber trotzdem fand ich beide Beiträge und beide Texte absolut sehenswert. Da übrigens dann auf der vorletzten Seite noch das Amorey-Motiv als Originalplakat aus Italien, nehme ich mal an. Und auf der letzten Seite dann wie gewohnt die Blu-ray, diesmal bedruckt mit dem Mediabook Cover C. Wirklich ein extrem cooles Motiv. Unterhalb der Disc ist wieder mal gar nichts und es sieht irgendwie so aus, als wäre Dracula entweder von dem Mediabook-Design oder von ihr, die da auf der rechten Seite neben ihm zu sehen ist, nicht wahnsinnig begeistert. Egal! Ich bin's schon, das ist insgesamt dann tatsächlich wieder ein echt hübsches Mediabook. Exakt 10 Jahre nachdem Christopher Lee sein Leinwanddebüt als spitzzahniger Blutsauger gegeben hat, schickt ihn Hammer jetzt zum dritten Mal ins Rennen und das im vierten Dracula-Film. Interessanterweise hat man nach dem Tod von Dracula am Ende von Dracula befunden, für das Sequel Dracula und seine Bräute einfach auf Christopher Lee zu verzichten. Er kam dann allerdings wieder zurück und wurde zu der Kultfigur, die er heute ist. Das hat allerdings mit dem nächsten Kapitel von diesem Video überhaupt nichts zu tun. Irgendwie fühle ich mich gerade wie Mel Brooks. Egal, wir befinden uns beim nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check, wo wir, wie gewohnt, einen Blick auf die Bildqualität der deutschen Blu-ray direkt werfen wollen. Dafür zeige ich euch einige Screenshots, die ich wie immer selber gemacht und weder bearbeitet noch irgendwie verfremdet habe. Aber ich musste sie abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow trotzdem nicht mehr 1:1 der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität entsprechen kann. Aber ich finde, wir bekommen auf jeden Fall einen sehr guten Einblick in die Bildqualität dieses Films, der im Jahr 1968 produziert wurde. Da sehen wir schon bei den allerersten Screenshots, dass Anolis auch dieses Mal wieder auf einen Transfer mit gelungener Schärfe und zufriedenstellender Detailzeichnung zurückgreifen konnte. Nachdem wir erst gestern gerade Dracula jagt die Minimädchen gesehen haben, merken wir zwar, dass die Detailschärfe nicht ganz so präzise und prickelnd ist, wie bei dem 4 Jahre jüngeren Film. Trotzdem allerdings bin ich insgesamt mit der Schärfe-Wiedergabe von diesem Transfer absolut zufrieden. Vor allem, was dieses Bild auch trotzdem noch so frisch und dynamisch und lebendig erscheinen lässt, sind die Farben sowie die geniale Kontrastwiedergabe, die sowohl in hellen als auch in dunklen Szenen wirklich sehr gut die einzelnen Bildbereiche und ihre jeweiligen Bedürfnisse balancieren kann. Aber, und ich möchte das Ding jetzt nicht mehr in die Hand nehmen. Auch ein Satz, den ich mir wahrscheinlich schon öfter gehört habe. Aber anyways, Anolis hat natürlich für diesen Blu-ray-Release von Draculas Rückkehr den HD-Transfer neu kodiert. Und ich wage auch einfach zu behaupten, richtig kodiert für eine Blu-ray, nämlich in 1080p. Aber die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, inwiefern ist die Anolis Blu-ray eigentlich tatsächlich besser als die von Hornsel Warner Hamburg? Das schauen wir uns jetzt an. Da haben wir wie gewohnt zuerst einmal einen Screenshot von der Anolis Blu-ray und schieben dann langsam das Bild von der alten Blu-ray drüber. Wie bereits gestern bei dem Vergleich von Dracula Jagd Minimädchen ist auch diesmal der tatsächliche Unterschied in Sachen Bildqualität gar nicht einmal so riesig und gigantisch, aber was uns sehr wohl auffallen wird und sehr wohl auffallen sollte, ist die Tatsache, dass die Bilder bei der alten Blu-ray komisch etwas gestaucht waren. Da fällt auf jeden Fall deutlich auf, dass während die Anolis Blu-ray auf das Bildformat 1,78:1 setzt, es bei der alten Blu-ray einen
kleinen schwarzen Balken oben und unten gab, der das Bild dann im Endeffekt auf 1,85 zu 1 bringt. Und diese minimale Stauchung sieht man tatsächlich nur bei einem genauen Blick, beziehungsweise de facto nur bei einem genauen Vergleich. Trotzdem finde ich, dass das Bild bei der Anolis Blu-ray auf jeden Fall besser und ich verwende dieses Wort noch einmal, richtig aussieht. Ja, ganz ehrlich, ich bin schon wieder traurig, dass ich diesen Moment nicht schon längst irgendwann einmal vorab aufgezeichnet hätte, dass ich nur mehr auf einen Knopf drücken müsste und es spielt quasi genau dasselbe Segment wieder für euch ab, wie... Warte mal, eigentlich das, was ich jetzt eh gerade mache. Naja, dann hätte ich mir aber auf jeden Fall erspart, zum insgesamt vierten Mal schon zu sagen, kauft die Version von Anolis. Egal, ob ihr bereits das alte Mediabook in eurem Regal stehen habt, kauft die Version von Anolis. Nicht nur, dass Anolis ein Label ist, das sich eure Unterstützung verdient hat, nicht nur, dass Anolis ein Label ist, das zum nunmehr 23. Mal absolut fantastische Arbeit bei der digitalen Blu-ray-Aufbereitung von Hammer Edition-Titeln geleistet hat. Hier bekommen wir auf jeden Fall bessere Bildqualität im richtigen Bildformat mit einem umfangreichen, hervorragenden Bonuspaket und das Ganze noch dazu schöner gestaltet als bei der alten Version. Also, was will man eigentlich mehr?